Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Wir wurden in der letzten Folge angestupst von irgendwas, was hinter uns ist. Und es macht mir Angst. Wir werden sehen, was nun passiert. Hallo? Nichts. Ach, ich spiele doch gar nicht mit Controller. WTF bin ich blöd. Ich spiele auf dem Maus und Tastatur. Alles gut, ich bin weg. Okay, er hätte schlimmer enden können, er wollte nichts von uns. Mal wie die überall in den Ecken rumlauern, ey. Das Ding habe ich geöffnet, ne? Der weg? Ich glaube, der ist weg. Ich versuch's nochmal. No risk, no fun. Rasen wir mal hier durch. Ja, ich glaube, das wird nichts. Wir müssen vorher irgendwie die Typen hier beseitigen, sonst machen die mein Schiff kaputt, glaube ich, ne? Sieht gut aus. Ich glaube, ich bin relativ in Sicherheit. Wenn ich gleich wiederkomme, mein Schiff ist kaputt, bin ich am Arsch. Dann probieren wir unser Glück nochmal hier. Wenn wir uns beeilen. Könnte es was werden. Mr. Flausch, ich halt's Maul. Ich hab zu tun. Der meckert halt da draußen rum. Stasegewehr. Hat sich schon gelohnt, hierher zu kommen. Okay. Okay, wir müssen zurück. Wo ist zurück? Nee, Stasegewehr haben wir schon. Wo ist zurück? Oh, ich bin tot. Ich weiß nicht, wo es zurückgeht. Ich habe komplett die Orientierung verloren. Scheiße. Oh nein. Wie konnte das passieren? Ja. Ich weiß. Ich finde den Rückweg nicht. Scheiße, Mann. Ernsthaft? Scheiße, mir ist die Taschenlampe leer gegangen. Ich hätte es geschafft. Aber nein, die Taschenlampe war leer. Ach Gott. Was habe ich noch behalten? Oh, das Wichtigste habe ich doch noch. Wie soll ich meinen Helm eigentlich noch? Egal. Existiert mein Schiffchen noch da hinten? Es lebt noch. Die Seemotte lebt noch. Wir müssen nur noch dahin zurückkehren. Okay. Scheiße, Mann. Da ist mir die Batterie ausgegangen. Ich fasse es nicht. Konnte das passieren? Und solange die Seemotte noch am Leben ist, ist alles gut. Ich werde da zu Fuß hinschwimmen. Zu Fuß. Ist klar, Zero. Gehe Schwimmer zu Fuß hin. Jetzt dreht die Katze am Rad. Naja. So, was brauchten wir jetzt für die neue Tauchflasche? Stasegewehr, ja. Ich werde mal kurz der Katze aufs Maul geben. Moment. Er wusste ganz genau, dass es Ärger gibt. Aber ganz genau. Der ist so schnell gerannt. Habe ich nicht bekommen. Ne, ich hätte ihm auch nicht aufs Maul gegeben. Ich hätte ihn auf die Nase gedrückt. Immer wenn er böse, wenn er Scheiße baut, mache ich bei ihm so. Das mag er überhaupt gar nicht. So.
Was ist mit diesem Ultra-Dingenskirchen zur Ausrüstung? Ach, wir brauchen den anderen Scheiß, ne? Ich verstehe. Und zwar, um die richtig fetten Sachen zu bauen. Brauchen wir was haben wir denn hier Neues? Normaler Pflanztopf, okay. Und Abfalleimer, okay. Ist ein Konstruktor, ne? Wo ist der jetzt hin? Ach, das ist tatsächlich ein Außenelement. Da. Ich glaube, das hier brauchen wir. Aber gut, wir wollten ja eigentlich woanders hin, ne? Ich würde sagen, wieso bin ich eigentlich jetzt hungrig? Verrottend? Ach komm. Vital signs stabilizing. Nicht denn, ja. Wieso ist das verrottet, weil ich gestorben bin? Ich dachte nicht, dass die so schnell verrotten. Ja gut. Ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich da drüben. So, wir sind wieder da. Seemord ist noch am Leben. Mehr will ich gar nicht. Einfach nur meine Seemotte da rausholen. Die wurde ja gar nicht angeschlagen. Ich dachte, die wurde angeschlagen. Hörte sich so an. Okay. Ich hab ein bisschen was an Proviant noch mitgenommen. Alt. Das sollte ich jetzt nehmen. Na gut. Proviant mitnehmen ist also nicht so wirklich das Wahre. Da wollten wir hin, ne? Dann tun wir dies auch. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Wie über 200 Meter bleiben. Danke, Spiel. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Ich beeil mich ja. Er hat aufs Maul bekommen. Stoßkanone. Das nehme ich mit. Will ich noch gebrauchen? Okay, das war's. Hoch. Ich glaube, der hat's auf mich abgesehen. Uiuiuiuiui. Okay. Baupläne. Lichtstab. Eine tragbare batteriebetriebene LED-Lampe, die einen Bereich von 360 Grad schwach beleuchtet und allen möglichen Oberflächen angebracht werden kann. Ich dachte, das wäre ein Laser. Stoßkanone. Die Stoßkanone ist eine Modifikation der Schubkanone mit verstärkter Stoßwirkung auf Kosten der Fähigkeit, Objekte heranzuziehen. Sie kann mit der Modifizierungsstation hergestellt werden und wird gewöhnlich zur Selbstverteidigung, aber nicht als tödliche Waffe eingesetzt. Krieg ich immer noch Damage? Nein. Wir steigen kurz aus. Reparieren die Seemotte, wollte ich sagen. Wir brauchen nämlich die Seemotte. Okay. So. Gut. Dann können wir jetzt Richtung Schiffchen, ne? Halt, ich wollte noch die Aufzeichnungen sehen. Nicht die Aufzeichnung. Downloads. Überlebende Aurora.
Rettungskapsel 12 von Schiffsarzt Danby. Ich bin kein richtiger Arzt. Ich weiß, das steht zwar auf meinem Ausweis, aber ich war nie einer. Ich habe medizinischen Examen betrogen. Was muss ein Arzt heutzutage darüber wissen? Ups. Ja, wo war ich jetzt? Was muss ein Arzt heutzutage darüber wissen, wie man mit bloßen Händen Knochen richtet? Wann musste ein Chirurg zum letzten Mal jemanden tatsächlich aufschneiden? Dafür sind Roboter da. Heutzutage lesen Ärzte Diagnosen ab, die von Computern erstellt wurden. Dafür bin ich bestens qualifiziert. Aber wie funktioniert das, wenn ich nicht mit dem Hauptnetzwerk verbunden bin? Ich blute. Leuchtende grüne Pusteln wachsen auf meinen Händen. Ich habe mich selbst gescannt und es sagt mir, ich hätte Hautirritationen. Das Einzige, was ich in der Ärzteschule gelernt habe, ist, überzeugend zu lügen. Ich weiß ums Verrecken nicht, wie man eine fremde Krankheit behandelt. Ich glaube, ich werde tatsächlich hier unten sterben. Ja. Das wirst du. Das wirst du. Habe ich noch irgendwas gefunden? Da. Scannerraum der Aurora. Sprachaufzeichnung. Offizier Keen ist wieder am Start. So wie ich das sehe, trägt hier niemand die Schuld. Unbekanntes Besatzungsmitglied 1. Er hat mir die falschen Koordinaten gegeben. Der zweite. Sie hat mir keine klare Anweisung gegeben. Keen. Gut, ich sage es mal anders. Sie sind beide gleich unfähig. Jetzt haben wir Zeit verloren, aber wir sind näher am Planeten und wenn die Degasi dort draußen ist, sollte der Scanner sie erfassen. Der Erste. Warum helfen wir den Mongolen überhaupt? Sie gehören zur Konkurrenz. Keen. Haben Sie den Aufenthalt auf der Sanjay-Station genossen? Mögen Sie volle Treibstofftanks? Danken Sie den Mongolen. Wir machen die Scans. Wir zeigen Ihnen, dass wir nichts gefunden haben und bedanken uns für das kostenlose Essen, klar? Der Zweite. Sir, da ist etwas Merkwürdiges auf dem Oberflächenscan. Ihn. Schalten Sie diesen Reaktor aus. Okay. Das sind die Pflanzen, die wir noch kennengelernt haben. Verwendbares. Tiere. Der Beißer. Den haben wir gescannt. Okay. So viel dazu. Steigen wir mal hoch. Kurze Orientierung fassen. Ah, ich sehe schon. So, ist Licht jetzt an oder aus? Ich weiß nicht mehr, ob Licht an ist oder aus. Ich glaube, das ist das Aus-Signal gewesen. Okay, mal gucken, wie es auf der Aurora aussieht. Waren ja lange nicht mehr da. Lifeform readings. In this region are sparse. The Aurora's radioactive fallout will have devastating effects on the alien ecosystem if not contained within the next 24 hours. Okay. Hört sich gut an. Weniger Lebensform, umso besser. Ich glaube schon Dinge zu sehen. So, wie kommen wir jetzt hoch? War nicht hier irgendwo der Eingang? Warning, ship's structural integrity is low. Fire suppression equipment and laser cutters may be required. Exploration is conducted at your own risk. Komme ich hier schon rein? Es sieht nicht so aus, als würde ich hier reinkommen. Schwirren wir hier einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Okay, hier ist Ende. Wie habe ich es anders in Erinnerung? Hier kommen wir hoch. Hoppala.
Es ist so. Okay, steigen wir kurz aus. Hä, hey, das ist offensichtlich eine Wasseroberfläche. Okay, wir kommen da nicht hin. Ist eine Fake-Wasseroberfläche. Ich sehe hier gar nichts. Na komm, suchen wir einen anderen Weg. Hätte schwören können, dass hier irgendwo eine Rampe war. Wenn man hochgehen musste. Okay, hier waren wir auf jeden Fall gerade eben. Zumindest können wir hier unten was sehen. Kommt mir das nur so vor oder sind wir scheiße langsam? Was war das? Oh, alles in Ordnung. Nichts Schlimmes. Wir sind safe. Ja, es gibt ja anscheinend genug Lebensformen, muss ich sagen. Ach, hier war die Rampe. Ich hab sie gefunden. Da, diese Viecher meine ich. Zieh dich! Zum Glück machen die nicht so viel Schaden. Hau bloß ab, du! Über diese Headcrabs. Lasst mich in Ruhe. Ganz, ganz viele von denen. Zum Glück sind sie zu blöd zu treffen. Eine Batterie, die könnte ich sehr gut gebrauchen. Caution. Scans show the digestive tracts of nearby life forms contain human tissues. Das hört sich gefährlich an. Spring runter, ja! Einer weniger. Was habe ich da aufgesammelt? Ich habe keine Ahnung. Ich will auch grad, ja doch, ich kann jetzt gucken. Feuerlöscher. Ja, den könnte ich gebrauchen. Den habe ich vergessen mitzunehmen. Luftschleusen. So, Frachtraum 3 oder Verwaltung. Flugkanonenfragment. Aurora Systems are running on local reserve power. Unable to remotely download black box data. Was haben wir denn da gefunden? Hallo, ich habe überall schon drauf geklickt. Haben wir nichts Neues gefunden? Ja, anscheinend nicht. Schubkanone, nice. Okay, gehen wir Richtung Frachtraum oder gehen wir... Wir gehen mal Richtung Verwaltung. Wir gucken mal da in die Richtung. Was haben wir denn so Schönes hier? Ein Mülleimer, in dem man nichts reinstecken kann. Okay. Difties. Eine Battery. Datenkonsole. Integrating new PDA data. Haben wir das schon gelesen? Frank erzählt zu uns dies. Ich habe gehört, dass es da draußen Welten gibt, wo Kinder immer noch aus Büchern lernen. Sie gehen jeden Tag in ein Klassenzimmer. Sie merken sich Dinge und später müssen sie diese Dinge in kontrollierter Umgebung wiedergeben.
oder Welten, in denen jeder der kreativen Arbeit nachgehen soll, mit der er sich wohlfühlt. Ich kann das kaum lesen, wenn das die ganze Zeit zittert. Was nützt es, Zeichen oder Singen zu lernen in einer Welt, in der es keine Personalabteilung gibt, um Ausstellungen und Konzerte zu koordinieren? Auf Altera-Welten machen psychometrische Tests und spezialisierte Digitrainings das Beste aus dem Talent von allen. Max Zeunkopf, ich begann im Marketing der Altera-Überlebungssysteme. Es war gute Arbeit, aber ich dachte, ich könnte es besser machen. Ich gründete meine eigene Firma und entwickelte ein maßgeschneidertes Muster für die Seemotte, damit sie im All operieren kann und nicht nur unter Wasser. Vor 10 Jahren verkaufte ich alles an Altera und jetzt ist es eins der am häufigsten verwendeten Fahrzeuge in der Galaxis. Jetzt bin ich im Vorstand und ich habe nicht zurückgeblickt. Also man kann damit auch im Weltraum rumdüsen. Also kann das sein, dass wir noch im Weltraum landen? George sagte, ein durchschnittlicher Tag beginnt für mich um 10 Uhr. Ich lebe in einem kontrollierten Lebensraum auf Terra 17, sodass alles, was ich brauche, weniger als 5 Minuten entfernt ist. Ich bin eine von Natur aus empathische Person, daher arbeite ich als Begleiter. Ich verbringe meine Tage damit, Kunden zu besuchen, mit ihnen zu reden, von ihnen zu lernen, ihnen die Aufmerksamkeit zu widmen, die jeder braucht und verdient. Und wie jeder auf Altera-Welten habe ich das Glück, meinen Lebensunterhalt mit Dingen zu verdienen, die ich genieße. Katz sagt, wir haben Glück, wir sind frei, wir haben Arbeitsplätze. Wussten Sie, dass es Transgroves da draußen gibt, die alles mit Robotern machen? Wie der Arzt zum Beispiel. Altera startet die Aurora. Altera startet die Aurora. Phasentor für den Ariadne-Arm angekündigt. Altera startet die Aurora. Die entferntesten Regionen des bewohnten Weltraums werden erweitert, denn die Altera-Gesellschaft startet ein neu konstruiertes Großraumschiff mit einem Phasentor an Bord, welches für den Ariadne-Arm entwickelt ist. Die Aurora wird direkt aus dem Raumdock zum Rand des Altera-Gebiets reisen und dabei hunderte von aufeinanderfolgenden Phasentorsprüngen durch 9 verschiedene Transgrowth-Territorien machen, um 3 Monate später auf der anderen Seite des Ariadne-Arms anzukommen. Ich glaube, das ist eine Galaxie. Von dort aus wird die Besatzung das Schiff über das letzte Phasentor hinaus lenken, um etwa 18 Monate später im nächsten Planetensystem anzukommen. Dort wird das Team von Elite-Ingenieuren ein 6-monatiges Bauprojekt am neuen Phasentor beginnen, einer Investition im Multibillionen-Kreditbereich. Durch das Fehlen einer vorhandenen Infrastruktur in der Region ist das Schiff mit fortschrittlichen Wärme- und Kernenergieanlagen ausgestattet. Die Altera-Gesellschaft betreibt derzeit 9% aller Phasentore in der Galaxis. Wenn die Mission der Aurora erfolgreich ist, wird Altera eine mongolische Konzerne ausmanövriert haben, die eine Reihe von Außenposten und Minen in der Region betreiben. Das heißt, die Mongolen sind schon mal hier. Oder was? Auf jeden Fall wollen die hier ein Phasentor errichten. Ein Phasentor ist quasi, soll das erklären? Quasi ein... So brennt das hier schon wieder. Eine Abkürzung. Man geht in ein Phasentor rein und dann ist man beim nächsten Phasentor. So stelle ich mir das vor. So habe ich das jetzt verstanden. Daten-Downloads. Eigene Notizen. Eigene Notizen. Rettungskapsel 6. Ursprung der Übertragung. Von der Rettungskapsel 6 wurde ein Notsignal empfangen, aber die beigefügten Koordinaten sind unbrauchbar. Die letzten verfügbaren Bilddaten wurden gespeichert und analysiert. Besatzung forderte Unterstützung an, um Strahlung auszuweichen. Auf ungefähr 100 Meter gesunken. Geortet in einem dicht mit Rotgras bewachsenen Gebiet in der Nähe von einigen natürlichen Bögen und Felssäulen. Ursprünglich der Umgebung ungefähr 400 Meter west-nordwestlich der letzten bekannten Position von Rettungskapsel 4. Achso, das hier wollte ich lesen. Haha. Eigene Notizen. Hier sind wir nun, im freien Weltraum. Wir haben die Galaxis durchquert, und ein Phasentor zu installieren. Schiffe zum Abbau von Ressourcen auszusenden. Teurere Schiffe zu bauen, schickere Phasentore zu installieren. Versuchen wir, die Galaxis auszubeuten. Oder uns selbst? 18.06. Jus Geburtstag. Ja, 40 Wochen, bevor wir nach Hause zurückkehren. 400 gefühlte Wochen, bevor wir nach Hause zurückkehren. Nicht genug Geld, das mir Altera zahlt.
1454, ich glaube, das sind die Tage, wa? Frachtraumzugangscode. Achso, ne, ist der Zugangscode für den Frachtraum. Wieso bricht das Feuer hier schon wieder aus? Na gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen zu einer neuen und frischen Folge wieder. Und dann gucken wir mal, dass wir hier vorankommen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.